Kamera läuft. Und jawohl, damit herzlich willkommen beim Crispy Rider. Ja, jetzt ist das erste Video, wo ich endlich mal die ganze Verkabelung fertig habe, damit ihr den Torben auch mal hört. Sag mal hallo. Tschüss. Aber das ist so krass, ich habe bei dem Visier, ich habe jetzt auch einen neuen Helm, ne? Ich glaube, das weiß man noch nicht. Und das ist so krass, ich habe jetzt noch dieses Pinlock-Dingen, damit das nicht beschlägt. Das habe ich jetzt noch nicht drin. Und Junge, wenn ich ein bisschen stärker ausarbe, beschlägt das Visier sofort. Also du musst dieses Pinlock, diese Pinlock-Visier musst du auf jeden Fall direkt reinmachen, sonst beschlägt das Ding direkt. Hat man im Dunkeln fahren mit dem Visier? Ja, nicht. Also ich habe ja ein klares und das. Ja gut, musst du wechseln halt. Ne? Ja, ja, genau. Sieht halt cool aus? Ja. Sieht halt cool aus, Jungs. Guck, guck. Oh mein Gott. Ein Handyhalterung haben. Camaro, wow. Aber das ist so dumm, dass hier 40 ist. Ja, und da 30 jetzt, Digga. Weiß ich auch nicht. Ja, aber ich weiß auch nicht. Also hier passieren und wahrscheinlich überall, so unfassbar viele Unfälle. Ja, und überall, ja, Lärmschutz. Ja. Lärmschutz. Hier. Lärmschutz. Ja, die suchen wirklich einfach nur einen Vorwand, um irgendwie 40 oder 30 einzuführen. Das ist so nervig. Ja, ja. Das ist echt dumm. Aber das ist, ich finde es auch geil. Ich glaube, das macht, trauen die sich auch nur nachts, Digga. Weil irgendwie, ne, Junge, du fährst abends da lang, nix, kommt morgens wieder, auf einmal stehen alle Schilder da. Ja. Und du denkst dir so, hä? Ja, ist doch wirklich so. Das war ja hier auch, von dem einen auf den anderen Tag. Boah, ich fang schon wieder an zu weinen, ich muss das Visier wieder zumachen. Hello, darkness, my old friend. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wieso denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hast du zu viel getrunken oder was? Oh Gott, wir werden schwindelig vom Kreisverkehr fahren. Aber hier kann man bestimmt Knieschleifen üben, weil der Kreisverkehr ist echt sauber. Aber eigentlich ist das Wetter ganz cool. Ja doch, also das ist eigentlich echt gut zum Fahren. Ist nicht zu warm, nicht zu kalt, nicht durchgehend Sonne, kein Regen. Deswegen, also kann man machen. Daumen hoch. Ist das Visier denn gut verspiegelt oder kann man jetzt durchgucken? Nee, kann man nicht, ist komplett verspiegelt. Sehr gut. Sehe ich aus wie so ein badass Motherfucker. Ja. Und weißt, da kann ich mit Weibern mal flirten, dann sehen die mein Gesicht noch nicht, ne? Vielleicht habe ich da bessere Chance. Kannst du mal auf den Ausschnitt gucken, ohne dass sie das bemerken. Hallo Thorsten mit Borsten. Da ist auch der Thorsten, der hat Borsten. Ah, guck mal, ein GS-Fahrer. Moin. Der sagt nicht mal Hallo. Hä? Der sagt nicht mal Hallo, der grüßt nicht mal. Ja, ehrlich, Alter. So. Einfach absolut selbstverliebt. Dubi dubi duba, dubi dubi duba. Dubi dubi dubi, dubi duba. Perry. Wow, du bist aber schnell. So, ich hab noch kurz ein Video von der H2R im Kopf gehabt. Ich wollte da kurz nachmachen. Mit 400 über die Brücke hier, oder was? Ja, genau. Dann ist mir aber aufgefallen, dass mein Motorrad nicht so viel schafft. Ja. Und da ich keine H2 fahre. Ja, das ist bei dir wirklich gut. Wow, ist ja schön hier. Was hast du jetzt gesagt? Nix. Das ist gut, dass ich keine H2 fahre. Ja. Warum? Digga, du auf einer H2? Junge, Alter, ich glaube, mir wird so die Sicherung durchbrennen, ne? Eben, ich glaube, mehr brauche ich da gar nicht sagen. Oh mein Gott, das ist wieder das Minispiel. Miau, miau, miau. Ich jetzt zum Neutralen. Ja, so Durst, ey. Dann geht's zu Frau Wurst. Was hast du denn jetzt? Ah, ich hab mein Augenlicht verloren! Da war eine Hummel! Ist die noch im Auge oder was? Ich glaube ja! Dann halt doch eben an! Du Arschloch-Viech, Junge! Oh, das hat richtig weh getan! Wo bist denn du? Hinter dir! Ja, komm mal her, du Legs! Ja, bitte? Guck mal, siehst du da was? Ja, wenn du dein Auge aufmachst, dann sehe ich vielleicht was. Steckt da noch eine Hummel drin? Ne, Hummel auf jeden Fall nicht, aber ob da ja, noch was drin ist, kann ich hier nicht sagen. Das Schnabeltier! Voice-Crack. Das Schnabeltier! Hast du gerade einen Rollerfahrer gegrüßt? Die hat mich gegrüßt! Dann ist ein Rollerfahrer!
Da waren zwei. Ist mir doch egal, das ist ein Rollerfahrer. Letzte Tage hat mich einfach ein Fahrradfahrer gegrüßt, Alter. Da fand ich auch wild. Der so. Ist auch wild. Ja, warum nicht? Sag mal, lass mal rechts rum, rechts rum, rechts! Rechts! Rechts so durchs Ball. Ich hab keine Ahnung, ich will nur nicht wieder die ganze Zeit geradeaus. Wir gehen durch Spiel. Oh, ein schöner Baum. Wir können durch Spielstraßen fahren. Nein. Oh, ich hab gepupst. Oh, dann toll. Ging direkt ab. Und jetzt fahre ich hier durch deinen Furzwind, ey. Lecker. Jawohl. Danke dafür. Oh ja, gerne doch. Wandern. Zack. Moin, Mister. Moin. Wir können geradeaus oder links? Wir können von mir aus links, aber ich glaube, kommen wir trotzdem zur Landstraße, ne? Egal, lass mal links. Kommen wir Richtung Rheinberg gleich. Na, links. Weil geradeaus kommt jetzt gleich auch Landstraße. Da sind wir gleich Grenze bei, wo die Fähre fährt und so. Ja. Genau, über die Fähre. Ja, total toll. Was kostet das? 7 Euro oder so? Nein. 5? 3 Euro oder so. Ernst, so wenig? Ja, das ist nicht teuer. Ja, weiß ich doch nicht. Mit wem bin ich denn über die Fähre? Schwer. Hä, Fähre fahren ist voll cool. Im Endeffekt können wir das mal machen, ich hab das noch nie gemacht. Jetzt fahren wir dann von Orsau nach Weisum mit der Fähre, ne? Ja. Wenn wir ins Feld fahren, wollte ich schon mal Offroad machen. Bitte nicht. Junge, ich hab immer noch Bock auf Motocross, ne? Und dann über so ein Feld heizen. Ja, irgendwann mach ich da auch Bock drauf. Ich schwör's dir, irgendwann mach ich das auch mal. Wenn ich so einen Motocross hab, dann fahr ich auf die Straße, dann einfach ins Feld rein und gib Gas, Alter. Einfach hier so quer drüber. Ja. Das wird bestimmt cool. Geil. Ja. Ich seh das schon. Oh. Juhu. Oh. Oh yeah. Ja, der Himmel sieht echt ganz schnieker aus eigentlich, ne? Ich schwör's dir, hier so ein Grundstück, Junge. So da drin, Alter. Das wäre schon nice. Leere. Würde ich auch nicht. Riesen viel Platz, Alter. Hast du eine Halle für 70 Motorräder? Ja. Hast du ein Wohnmobil, was ein LKW ist? Hier fahren ist eigentlich richtig geil. Ja, ist auch. Schön kurvig. Ländlich. Ländlich. Strommastig. Kältlich. Kältlich. Schon so weit in Orsau drin. Ja. Da muss ich überlegen, ich glaube da hinten rechts war das. Ihr habt dich viel zu laut gemacht. Ja, ich glaube auch die nächste rechts, also nicht hier, sondern an dieser etwas größeren Kreuzung. Am Stoppschild. Ja, genau. Aber irgendwo steht da glaube ich auch Fähre. Ah, guck mal, da steht sogar Fähre. Ah. Oh. Ah, Digga, was ist denn schon wieder mit euch da? Habe ich keinen Bock drauf. Ja, da gehe ich jetzt auch einfach mitten durch. Wenn die meinen, sich hier streiten zu müssen. Zumal der Polo ist eigentlich im Recht. Ja, natürlich. Weil der Mercedes hat halt Hindernis auf seiner Seite. Ich denke mal, der wird doch eingefahren sein, als der Polo schon hier in einem Feind. Gehe ich auch mal von aus. Da ist die Fähre. Ja, wir kommen ja richtig gut. Ja, Mann. Da bezahlt man bei dem doch bestimmt bar, oder? Ja. Ah, geil. Aber wie gesagt, ich glaube 3,50 oder so kostet. Okay. Glaube ich. Ja, wenn der mehr ist, hast du jetzt Pech gehabt. Ja, ist egal, aber ich habe glaube ich 35 dabei. Also. Wenn das nicht mehr als 35 Euro kostet, dann ist das alles easy. Für einmal nach rüber oder was? Erstmal bin ich hier auf dem Schiff, du Kaito. Und jetzt einfach hier drauf fahren oder was? Ja. Okay, bin ja mal gespannt. Oh mein Gott, ich bin auf dem Schiff. Das ist schon wild, muss ich sagen. Ich stelle mal cool, oder? Meine Mopete hier ab. Meine Mopete? Oh, mein Blinker hat mit deinem Blinker geknutscht. Oh, wir fahren schon? Was ist denn hier los? Ja. Ja, der geht schnell, du. Wieder eins. Das geht ja ab wie Schmitz Katze hier, du. Ey, was glaubst du denn? Hab doch gesagt, das ist cool. Wirklich cool. Ey, komm, und für 3 Euro, ne, pro Person? Ja. Wow. Cool. Cool. Das ist schon echt wild, ey, muss ich sagen. Leute, hier kannst du so Geld reinschmeißen. Ich glaube, macht keine Sau, aber kann man. Wow. Und jetzt fahren wir von Orsau, also da, fahren wir jetzt nach Weisum. Da. Bubi. Der Boot wird Frage. Bei. Ja, bitte. Der Herr ist am Telefonieren. Ist das Handy am Steuer? Ja. Das kostet 100 Euro ein Punkt. Das Schiff schaukelt, ja, oder? Der macht voll Tokyo Drift. Guck mal, wir sliden so. Boah, guck mal, wie wir driften, Alter. Ja, überleg mal, was für Strömung haben, ne? Das ist schon wild, muss ich sagen. Aber ich finde das auch immer wieder krass, wie voll das einfach hier immer ist, ne? Ja, vor allem da vorne aus Wesel kommt, ne? Weisum kommt. Ja, aber hier immer, ey. Ja, wenn du keinen Bock hast, den ganzen Umweg zu fahren, ne? Ja. Ist das schon cool. Ich setz mich schon mal wieder auf mein Mopedchen drauf.
Oh. Was ist da? Wow. Schnallen wir jetzt voll hier gegen, oder was? Oh, ja. Ich hab's heute echt nicht mit dem Gleichgewicht. Da ist aber ein bisschen wackelig, also ich sag dir, wie das ist. Also liegt das nicht an mir? Ja, auch. Gut. Bam! Auf das Ding! Zack, zack. Da steht noch eine Mompete und noch eine Mompete. Ja, ehrlich. Ich hab ja wieder festen Boden unter den Füßen, Junge. Ich find's cool, mit dem Ding zu fahren. Ja, aber bin ich jetzt auch, wie gesagt, das erste Mal. Schon ganz nice. Ich hab's so ein, zwei Mal gemacht, wo ich einfach Bock drauf hatte. Ja, okay. Aber noch geiler fände ich das, wenn du so 10 Minuten oder so mal fahren würdest oder irgendwas. Ja, das stimmt. Das wäre auch cool. Oder wenn du, stell dir mal vor, du machst so eine Kreuzfahrt und dann kannst du einfach deine Maschine darauf mitnehmen. Und immer wenn du irgendwo anlegst, kannst du einfach erstmal da mit dem Mopete rumfahren. Das wäre so geil. Boah, das wär halt richtig, Alter. Da würde ich auch echt viel Geld für hinlegen. Ja. Da, 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 da. Nein? Okay. Okay. Ich hab schon immer Bock, mit dem Auto in so einen Umschwungberg zu pfeffern. Das wäre bestimmt witzig. Ich glaube, du hast ein paar Probleme. Komm, so mal mit der Fähre fahren? Rein wäre eigentlich eine coole Idee, Mann, ne? Ja, ne? Bin ich noch nie. Jetzt Torben Face Reveal. Ja. Oh. Ach ja, Freunde der Sonne. Ist das schön. Erstmal wegschieben hier die dicke Maus. Zack. Hallo. Ich sehe dich trotzdem. Boah, Junge, du siehst so verkratzt. Du brauchst unbedingt einen neuen Helm, Alter. Ja, ich bestell mir den gleich direkt, Digga. Dann habe ich endlich Ruhe. Kannst du dir direkt ein Visier bestellen? Was hast du in deinem Helm jetzt? 1500 Gramm. Ja, ich meine die Größe, du Spasti. Weiß ich nicht. Natürlich wollte ich die Grammanzahl wissen. Oh, ich habe mir mal eingeklemmt. Ja, ich würde da mal sagen, in dem Sinne, Torben geht's richtig gut. War es das mit dem Video? Vielen Dank, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr ja gerne ein Like und ein Abo dalassen. Ja, den Thorsten werden wir in Zukunft auf jeden Fall noch öfter sehen. Hoffentlich dann mit beiden Eiern noch. Und anscheinend nicht. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen beim Crispy Rider. Ciao! Tom, willst du die Outro sagen? Ciao! Mein Ei tut weh. Gut, okay.